Hallo Garbage Garage Fans! Ich bin der Bene und heute zeige ich euch ein cooles Feature im Ludolf-Spiel, die Autokämpfe. Sobald ihr eine Werkstatt gebaut habt, könnt ihr da draufklicken und kommt so zu eurem Kampfauto. Ihr könnt euer Auto, wie es euch gefällt, anpassen und bei Fahrgestell, Karosserie und Reifen Form oder Farbe ändern. Außerdem könnt ihr in der Werkstatt euer Auto hochleveln und die Werte für Leben, Angriff, Verteidigung und Geschwindigkeit erhöhen. Zusammengezählt ergeben diese Zahlen den Kampfwert. Der Kampfwert ist einerseits Anhaltspunkt für die Stärke eures Autos, aber er ist später auch wichtig, um Gebäude freizuschalten. Im Bazar, rechts neben dem Ludolfshaus, könnt ihr euer Auto noch cooler tunen. Manni begrüßt euch und ihr könnt jetzt ganz einfach verschiedene Motoren, Hirschfänger, Waffen und sogar Lachgaseinspritzung ans Auto ranmontieren, indem ihr das Icon an die richtige Stelle zieht. Damit werden dann eure Kampfwerte verändert. Wenn ihr das Auto so getunt habt, wie es euch gefällt, wird es Zeit für die Kampfarena. Mit einem Klick auf die Arena werden Gegner für euch ausgewählt. Wenn ihr gegen einen bestimmten Gegner kämpfen wollt, dann könnt ihr ihn über die Suche der Highscore-Liste finden. In seinem Profil klickt ihr einfach auf Angriff und schon startet der Kampf. Ich teile hier gerade ganz gut aus und epischer Sieg. Für jeden Kampf bekommt ihr natürlich eine Belohnung. Und zwar sind das einerseits Arena-Punkte. Die sind unabhängig von der Stärke des Gegners, sondern richten sich nach seinem Platz auf der Rangliste bei den Kämpfen. Außerdem gibt es Garbage-Dollars. Wie viele hängt vom Kampfwert eures Gegners ab? Stärkere Gegner bringen mehr. Bei Arena-Kämpfen bekommt aber nicht nur der Gewinner, sondern auch der Verlierer Garbage-Dollars. Es lohnt sich also immer mitzuspielen. Das war's zu den Autokämpfen. Bei Fragen schaut am besten ins Forum. Tschüss und frohes Schrauben. Korrekt.